Hallo Freunde, ich bin's, Michael von Autoaktiv. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Und zwar habe ich heute mal folgendes Thema. Seit Jahren möchte ich gerne mal so eine Trekkingtour in Schweden machen. Und zwar in Nordschweden, in Südschweden, so, da war ich überall schon. Aber diesmal sollte es über den Polarkreis raus in Richtung Sarek, Kungsleden, Padjelanta, in diese Richtung gehen. Und da bin ich gerade so ein bisschen bei den Planungen. Und da habe ich so ein, zwei verschiedene Touren, die so zwischen 5 und 6 Tagen dauern sollten, mal bei Google Earth eingegeben. Und die würde ich euch ganz gerne mal zeigen, um vielleicht auch mit euch mal zu diskutieren, was ist okay, was ist vielleicht nicht so schön. Vielleicht waren ja schon einige von euch mal da, haben schon was gemacht. Und okay, ich zeige euch ganz einfach mal was. Kommt mal mit. Los geht's. So, die Vorbereitungen sind getroffen. Ich habe mal Google Earth aufgemacht. Wie man hier sehen kann, schon dieser kleine rote Punkt. Wir zoomen mal rein. Das ist halt Nordschweden. Und so. Jetzt sieht man es. Ich habe hier mehr oder weniger sogar drei Touren eigentlich schon mal verewigt. Und zwar eine hier. Bisschen weiter nördlich bei Suova ist eher, ich sag mal, alpiner Bereich, bisschen in die Berge, geht auch ein bisschen in Padjelanta damit über. Dann hätten wir hier von Kvikkjokk aus eine Tour, das ist die hier, die würde so über 6 Tage gehen. Der erste Teil hier so, also hier ist Kvikkjokk, warte mal, ein bisschen nicht recht da, so hier Kvikkjokk. Und der erste Teil ist eigentlich bis hierhin mehr oder weniger auf dem Kungsleden. Weil ich wollte eigentlich unbedingt mal hier diesen Bereich, das Rappetal-Delta, unbedingt mal sehen. Weil wenn man Bilder sieht im Internet, sind immer genial. Und muss man eigentlich gesehen haben, wenn man mal da war. Also habe ich mir überlegt, wir gehen vielleicht mal in diese Region. Und ab hier dann würde ich dann den Kungsleden verlassen und weiter hier durch dieses Tal marschieren. Die Tagesetappe würde bis hier gehen, aber man könnte eventuell dann mal hier irgendwie nochmal den Berg bekraxeln zwischendurch oder auch hier, um da mal eine schöne Aussicht auf dieses hübsche Delta zu haben hier. Okay. Gut, so, dann das wäre so eine dritte Etappe, wahrscheinlich hier, aber das ergibt sich immer, die Etappen, die Tagesetappen habe ich immer so zwischen 12 und 14 Kilometer gelegt, damit sie nicht zu lang sind und damit man auch ein bisschen was sieht, ein bisschen entspannen kann, mal auch mal zwischendurch die Füße hoch. So, wo waren wir stehen geblieben? Also hier in dieser Ecke. Okay, bis dahin wären 3 Tage ungefähr. Und die ersten 3 Tage sind relativ grün, sage ich mal, von der Landschaft her. Durch Wälder, niedriges Buschwerk und, und. Hier geht es mal ein bisschen hoch in dem Bereich. Aber okay, und dann hier durch dieses Tal führen eigentlich keine markierten Wege, soweit ich weiß. Aber das sollte kein Problem werden. Okay, wie gesagt, hier wird sich vielleicht mal ein Aussichtspunkt gesucht oder hier, wenn es nicht zu schwierig wird. Gut, Tagesetappe wäre hier. Und von hier aus würde es dann, ich sag mal, aufwärts gehen. So, gucken wir mal. Mal ein bisschen drehen, die ganze Geschichte. Ah, komm schon. So, noch ein bisschen. So.
Okay. So, also hier in etwa. Also wo man auch immer herauskommt, wird man dann sehen. Und dann geht das hier, dieses Tal hoch. Wie man hier sieht, immer in so einem Flusstal. Und man kommt immer höher und die, ja, so wie es aussieht, wird die braune Grenze erreicht. In dem Bereich, ich zoome mal kurz ran. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ah, jetzt habe ich auch genau drüber gemalt. Aber hier geht eine Brücke drüber. Und dann geht es hier weiter hoch. Immer schön hoch den Berg. Das wäre dann so der vierte Tag, den ich so gedacht habe, dass man den ruhig mal hier oben auf dem Berg das Zelt aufschlägt. Und mal schauen, also ob das jetzt hier wird, wissen wir nicht, aber irgendwo, wo es gefällt. So, den nächsten Tag, den fünften Tag, geht es dann wieder runter. Wieder hier so ein bisschen an so einem Flussding vorbei. Hier unten befindet sich, soweit ich gesehen habe, hier, dort, nochmal so eine Hütte, wo man dann zur Not auch übernachten könnte oder was auch immer. Aber es geht erstmal weiter. Hier geht es dann jetzt wieder ins Grüne hinein, durch den Wald durch. Hier durch so ein bisschen Flussgebiet, so ein bisschen feucht, wie auch immer. Und hier sind dann auch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, also ich habe ja den Weg relativ gut nachgezeichnet, den man hier erkennen kann. Bohlen ausgelegt und wie das dann so aussieht. So, da man ja nach Möglichkeit immer so ein bisschen so einen Rastplatz für einen Namen sucht, wo man ein bisschen Wasser hat. Entweder hier oder wie auch immer. Wäre das der fünfte Tag und der letzte Tag ging dann wieder zurück nach Kvikkjok. So, der führt dann wieder hier auf den Kungsleden drauf, in dem Bereich, wo wir dann bei der ersten Etappe dann hier weitergelaufen sind. Dann ist jetzt die Möglichkeit, entweder geht man halt hier weiter nach Kvikkjok wieder runter oder man nimmt halt hier mal so irgendwie einen Weg rüber hier in dieses Tal und macht sich um Fluss lang und kommt dann hier halt wieder in Kvikkjok raus. So, das ist also eine Möglichkeit, die ich mir so überlegt habe. Noch ganz kurz, wir werden wahrscheinlich, das heißt wir, also ich und meine Tochter, wir sind ja im letzten Jahr schon mal in der Heide 3 Tage gewandert, die Videos sind online. Wir werden mit dem Auto anreisen, weil wir ganz einfach flexibler sind. Das sind 2100 Kilometer bis dahin, wir kommen aus Lübeck. Und ist ja mal ein Stück. Und dann kann man sich dann unterwegs ein bisschen freier einteilen. Wenn man keinen Bock hat oder so, hält man halt an. Und wir haben insgesamt so zwischen 12 und 14 Tagen geplant. Wir werden an einem Sonntag, vermutlich wird es der 5. August werden dieses Jahr, losmarschieren, losfahren. Bei uns von Lübeck nach Puttgarden mit der Fähre rüber nach Dänemark, dann über die Brücke bei Malmöda. Und dann quer durch Schweden, ob da oder da, wissen wir noch nicht, das wird sich dann zeigen. Aber dann hat man halt immer die Möglichkeit, auch mal ein Päuschen zu machen. Oder wenn man gar keinen Bock hat, bleibt man halt. Weil, wie gesagt, die Touren sind so für 5 Tage, 6 Tage geplant. Man muss rechnen, 2 Tage Anreise, 2 Tage Abreise sind schon mal 4 und die 6 sind 11. Dann hat man immer noch mal so 2, 3 Tage Luft. Dann kann man sonst noch mal irgendwo rumlaufen, wie man Bock hat. Okay, gut. Dann zeige ich euch gerade noch mal die andere Tour. Ich hatte hier noch mal so eine, ich weiß nicht, aber so, dann geht es also von Kvikkjok auch, von Kvikkjok aus und dann dieser Bereich hier. Werden auch so in etwa 5 Tage rum. Dann kommt man hier hinten auf den Panteleinthalden. Dann hier durch dieses Tal, da sind dann hier, wo dieses markiert ist, das sind immer diese Hütten. Könnte man auch machen. Hier ist es allerdings mehr fast, also wenn man sich das anguckt, nur grün. Kaum Fjelllandschaften und das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus und gucken uns mal die andere Geschichte an. Das wäre jetzt dann Sorowa aus. Sorowa liegt hier am See hier. Kann man hier über den Damm, diesen Weg hier und dann da könnte man parken. Dann hat man am Anfang ein bisschen grün, es geht aber gleich mal richtig rauf. Und dann ist man auf dieser Hochebene und hat natürlich, ich sag mal, ein bisschen schwieriger zu laufen, weil es ist recht steinig mit relativ viel Geröll, aber hat ja auch seine Reize, wenn man sich das so anguckt. Ich drehe hier noch ein bisschen die Karte so, auf die andere Richtung, so, wieder auf Nord. Diese Hochebene
Ja, hochalpin kann man hier fast nicht sagen, aber hier Baumgrenze ist halt ein bisschen niedriger als in den Alpen. Hätte man hier auch eigentlich eine ganz schöne Tour. Wenn man dann hier oben ist und hier ab von hier aus abbiegen würde, wieder runter zurück, hat man natürlich einen schönen Blick hier auf diese Hauptmassive des Sarex. Also ist auch eine Möglichkeit. Hier wird es auch wieder ein bisschen grün, wobei grün hier eher Gebüsch ist. Dann geht es hier runter. Machen wir ein bisschen größer. Man würde eigentlich diesen Berg hier umrunden. So. Runter. Hier kommt man auch wieder in so ein Flusstal mit doch relativ interessanten, zumindest auf diesen Bildern interessanten Sachen. Schön. Von einem Flussbett, was sich da relativ ausbreitet. Hier in dem Bereich, das wäre so der vierte, ich glaube, das wäre der dritte Tag. Hier wäre so ein Päuschen vielleicht. Hier gibt es auch wieder so eine Hängebrücke über dieses Flüsschen. Dann braucht man sich auch keine nassen Füße. Gut, und dann würde man halt hier wieder zurückmarschieren durch diese ganze Geschichte durch. Sieht relativ, von hier sieht es ziemlich bunt aus. Okay, weiter, weiter, weiter. Dann sagt man sich, okay, ich habe nochmal gedacht, okay, man marschiert hier nochmal so ein bisschen. So, guckt, steigt nochmal hier auf so einen Hügel auf oder was auch immer. In dem Bereich hier nochmal so eine letzte Rast gemacht. Dann hat man am letzten Tag nochmal so 8 Kilometer vor sich bis zum Auto wieder. Und dann kann man halt mal gucken, was man macht. Wird man dann sehen. So, das wäre jetzt nochmal so eine Möglichkeit, die ich gar nicht so schlecht finde. Sind auch Wege ausgeschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mir jetzt mal die Karte bestellt von dieser Gegend. Das nennt sich Fjällkartan. Ich glaube, das ist die BD, ne, BD nicht, sondern DB10 oder doch BD10. So. Das ist der Sarek. So, da müssen wir halt mal gucken, wie die sich bewährt. Ich habe einige Kritiken gelesen, da waren die relativ zufrieden mit. Nur dass sie nicht wasserfest waren. Das haben die mittlerweile, glaube ich, geändert, wenn ich das richtig gesehen habe. War sie mittlerweile leicht laminiert, dass sie da in dem Bereich also auch tauglich sein sollte. Aber das ist jetzt wieder so eine andere Möglichkeit. Dann hätten wir wieder ein bisschen da zu fahren. Weil den Sarek an sich, sorry, zurück, nicht den Sarek, sondern den Kungsleden, ist ja mittlerweile auch nicht mehr das, was man war. Da läuft ja auch mittlerweile die halbe Welt drauf rum. Deshalb haben wir uns gedacht, wir laufen lieber mal ein bisschen im Sarek, wobei wir hier in dem Bereich dann so ein bisschen Kungsleden mitnehmen. Ist ja auch mal ganz interessant, vielleicht ein paar Leute treffen, ein bisschen Kontakte zu knüpfen, ein bisschen babbeln oder so, wird sich zeigen. Okay. Ja, da wollte ich ganz gerne mal hören, was sagt ihr dazu? Was würdet ihr bevorzugen? Ich denke mal, hier hat man so einen Sommer, je nach Wetterlage, Sumpfgebiete, Waldgebiete, immer ein Problem mit Mücken, aber das ist halt so. Dementsprechend kann man sich ja ausrüsten mit Mückenschutzmitteln oder irgendwelchen Moskitonetzen auf dem Hut oder Moskitohut oder was auch immer. Sollte kein Problem sein, aber hier hätte man natürlich die Möglichkeit, dass man mal so von allem ein bisschen was sieht. Dass man sagt, okay, wir haben hier Wald, so ein bisschen Moor, ein bisschen Gebüsch nur und dann geht es rauf in die Berge, da hat man dann auch mal ein Fjell. Und hier hätte man natürlich den wahnsinnig tollen Blick, glaube ich, wenn das Wetter passt, wir wissen es nicht, auf die Rappedal-Delta. Gut, das werden wir sehen. Aber dazu vielleicht gerne mal in die Kommentare geschrieben, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was man machen könnte oder was habt ihr selbst schon mal gemacht, welche Erfahrungen sind da in dem Bereich bei dieser Tour hier oder aber auch bei der anderen, also oder auch sogar bei der dritten Möglichkeit, die ich jetzt. Das war sogar die erste Möglichkeit, die ich dann ausgewählt habe, dieses hier. Aber ich habe dann noch ein paar andere ausgesucht. Man könnte natürlich noch weitere suchen, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein, muss ich mal entscheiden. Ne? Aber das werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich werde die ganze Geschichte wieder filmen. Eventuell bis dahin noch mit einer Kamera, mit einer anderen Kamera, die auch eventuell zoomen kann. Muss ich mal schauen. Ansonsten gibt es halt Garmin Verb. Müssen wir mal gucken. Aber es wird festgehalten. Gibt dann ein paar Filmchen dazu über Anreise und Tour und. Okay, Freunde, das war eigentlich das, was ich mal erzählen wollte kurz. Vielleicht habt ihr mir da ein paar Tipps zu geben. Könnt ein paar Tipps geben.
Wäre ich dankbar drüber, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da und gerne natürlich auch ein Abo. Dann verpasst ihr ab sofort auch nichts mehr. Okay, Freunde, das war's erstmal. Wir sehen uns irgendwo aus Deutschland. Diesmal aus meiner Bude. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss.